zur letzten Folge geht es heute weiter mit dem nächsten Spiel. Wir machen heute auswärts in Wahlberg weiter. Damit Zuhai soll jetzt zumindest mal starker Fokus auf Leistung gehen. Und der neue Brabeck ebenfalls. So. Gut. Auf geht's. In Wauwag. Nächstes Spiel. Spieltag Nummer 19 müsste das jetzt sein. Ja. Mehr oder weniger drei Neuzugänge in der Startformation. Aber es liegt daran, dass Novoa und Fraule verpflichtet sind. Die Fußballwelt seit Tagen elektrisiert. Wir zeigen sie natürlich live. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernseher. So, Wahlberg. Letztes Spiel haben wir gewonnen gegen die. Und das darf heute wieder passieren. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und bei uns wird es heute um ein Spiel aus der Eredivisie gehen. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle bis jetzt vielleicht. Nee, passt so. Gallardo. Abflug, Corona. Ja, bitte. Oder auch nicht. Und Sönchens! Erste Chance für Utrecht. Die jetzt natürlich in der Winterpause nachlegen wollen. Die haben jetzt noch mal ein bisschen was für die Zukunft geholt dran. Wie gesagt, Novoa und Fraule sind fix verpflichtet. Beide. Der eine für 1 Million, der andere für 820.000. Und ja, ein neuer Innenverteidiger ist gekommen. Einer gegangen, der nicht schlimm ist. Terbest. Ah, die Flanke ist gar nicht so schlecht, der Ball. Also, wie gesagt, wir haben viel jetzt getan. Der ist einfach nur fix verpflichtet worden, der ist nicht keine Verstärkung, der hat jetzt wieder trotzdem drin. Der soll nämlich als Stürmer umgelernt werden. Und der junge Spanier, auch nur für 1,1 Millionen von Barcelona verpflichtet, ist mittlerweile die Verstärkung hoch 10. Wir laden am Anfang noch viel mit den alten Tötern. Ich hoffe, dass die noch weggehen. Und dass wir vielleicht doch nochmal einen Brecher verpflichten können. Und Tor! Sonchens 0-1. Kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Und das ist der Ball. Mitspieler frei. Corona. Der Ball auf den langen Posten. Da holt er den Ball zurück. Und versuch mal noch mal aus der Distanz was zu machen. Nicht abgepfiffen nach diesem Foul, gibt erstmal Vorteil. Aber er muss aufpassen. Die Fans werden laut. Boah, und dann plötzlich dieser Ausgleich. Eben das Tor auf der anderen Seite, jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Kopf. Krammer. Den Ball wunderbar, ist auch technisch klasse, alles richtig gemacht. Einseits wieder unentschieden, der Spielverlauf ist völlig offen. Corona. Schuss zur Führung. Oh, der kriegt das aber nicht hin. Der macht das Trelltor nicht. Na gut, Treffer aus der Distanz, also so ein Ding. Corona. Schlechter Ball.
vom Mexikaner. Bacalli. Waren sie jetzt gut? Alles war dann zu harmlos. Ball ist weg. Chavez, auch sein Vertrag ist verlängert. Also, zwar jetzt nicht auf Zukunft, aber zumindest Leistungsträger. Und Sucic! Ja, war mir fast so, war ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Ja. Gelb für Chavez? Nee, Postmann. Sucic. Ja, schön mitgenommen und den kann er auch spielen. Glück gehabt. Ich sag erstmal. Corona. Schöner Ball. Also schön über außen vorbei. Jetzt die Flanke. Klasse Pass jetzt. Langer Ball. Den kann er sich aber erstmal durchsetzen. Nein, 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 es war perfekt gespielt, die Grätsche. Gallardo. Corona. Ja, kann er sich zweimal, dreimal durchsetzen. Ecke. Pause. 1-1. Ja, wenn du selber in Führung gehst und dann direkt im Gegenzug einen Sonntagsschuss kassierst. Genau, für 5 Minuten die beiden Tore. Ja, Boston kann sich leider da ein bisschen zu sehr festrennen. Nein, 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 nein. Auch hier wieder nichts. Corona. Hier bin ich mir nicht zu 100% sicher. Transfer News bei Newcastle. Da war man ja seit geraumer Zeit hinter einem Spieler her. Und nun hat er endlich beim Club unterschrieben. Also mit ihm verstärkt sich in jedem Fall das ein richtig guter Transfer. Ah, schlechter Ball. Viel zu viele Fehler. Chavez. Jetzt vielleicht mal über Boston. Ja, momentan noch nicht allzu viel gelingt. Also es wird wahrscheinlich sein, dass Kobayashi bald kommt. Oder? Wieder nichts. Boston, vielleicht der muss jetzt ein bisschen was zeigen, mal in der zweiten Halbzeit. Oh, wieder. Wieder nichts. Ja, ja, nicht. Sucic. Sucic! Nächste Ecke. Wieder Sucic.
Ja, diesmal kann er nichts so machen, aber diesmal spielt er auf Bostorn und der macht ihn diesmal. So, 4 zum Thema. Der soll eigentlich ausgewechselt werden, weil er gelb gesehen hat. Nicht wie auf die Reihe bekommen hat. Und jetzt macht er seinen Treffer. Und hier ist leise. Wir schauen auf die Wiederholung. Ich glaube, Ausgangspunkt für dieses Tor ist dieser unnachgiebige Druck. Ja, du Glück gehabt. 2-1. Aber ich werde trotzdem wechseln, weil er ist gelb vorbelastet und bevor der mir mit gelb-rot vom Platz fliegt. Hier ist noch alles drin. Kramer. Ja, der ist zur Stelle, Ball gewinnt. Eins, drei, solch jetzt. Das ist natürlich sehr, sehr kurz. Da ist dieser Lupfer nochmal. Ah, das ist eiskalt. Sieht die Chance, erkennt die Lücke und drin ist er da. So, jetzt geht Bostoan. Eben noch Tor gemacht zum 2-1. Gelb vorbelastet da raus jetzt erstmal für Kobayashi, der 16-jährige Japaner, dabei. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Ist das der Anschlusstreffer? Nö. Mehrmals durchgearbeitet jetzt. Ja. Das war sehr gut. Wie wird er entscheiden? Ja, war ja nichts. Und Novoa. Und wessen? Der sehr gut hält. Boah, Glück gehabt. Oh Mann! Nee, nee, Ballverlust. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Jetzt haben wir mal vielleicht. Ah, Novoa. Wieder nicht. Also wie gesagt, was war bei mir? Sieht nicht gut aus? Gar nichts eigentlich. Eigentlich gar nichts. Aber ich werde trotzdem wechseln. Er setzt sich durch und jetzt wird es was werden. Den Eltern, da macht er sich lang ganz. Ah, der vom Gegner. Die Nummer 8. Eins, vier. Jesus Gallardo. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ich habe gar nicht gesehen, dass der Keeper noch da vorne mit war. Vor allem, das war die zu groß, die Entfernung angeblich. Der Ball, genau danach geht der Ball trotzdem rein. Sorry, ich habe ganz gerade was getrunken, bisschen geschlabbert. Und er macht ihn dann eisekalt zum 1-4. Und wir haben einen
1:1. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. So, Ende aus, vorbei. Am Ende gewinnen wir 4:1 in Baumark. Wie gesagt, nach dem Sieg in der Hinrunde, jetzt auch in der Rückrunde der Sieg, der erste Saisonsieg. Naja, eigentlich nicht, es ist der zweite. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur. Ja, es scheint mal langsam so ein bisschen zu fruchten. Jetzt geht's wieder so ein bisschen bergauf. Zwischendurch hast du mal so Ausreißer, wo du dann halt in Amsterdam mit 6:1 verlierst oder 6:2 verlierst. Aber scheinbar ist wieder so ein bisschen alles im Lot. Jetzt haben wir 30 Punkte, sind uns aktuell dabei, oben, Fünfter. Nur 3 Punkte hinter Amsterdam und Eindhoven. Und ja. Es sieht wieder so ein bisschen rosiger aus. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann morgen um 2 Uhr.